Ja, mein Name ist Georg Böske, erster Vorsitzender beim Heimatverein Eute. Und wir sind hier auf dem Gelände beim Heimathaus in Eute, ehemals Pastors Hus. Im Hintergrund sehen wir den Bahnhof, den wir in Osnabrück abgebrochen haben. Ist das alte Bahnhofsgebäude vom Stoppelmarkt. Und wir sind jetzt dabei und hoffen, im Jubiläumsjahr 2019 diesen Bahnhof aufstellen zu können und werden ihn demnächst nutzen für Ausstellungen, Bilderausstellungen und Utensilien zum Stoppelmarkt und zur Bahn in Vechta.